So oder so ähnlich könnte euer Übergangsvideo aussehen. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt anhand von CapCut. Ich würde sagen, wir starten einfach jetzt mal CapCut. Okay, gehen wir mal rüber. CapCut haben wir jetzt geöffnet. Jetzt importieren wir erstmal eben die zwei Videos, die wir brauchen. So, die beiden brauchen wir. Öffnen. Erstmal ziehen wir uns das Video rein in die Timeleiste, was wir brauchen, und das andere ziehen wir oben drüber. So, das hier, das sind mehrere Aufnahmen, wo ich geguckt habe, wie hier ist eine Spiegelung drin, kann man natürlich ständig benutzen. Ich schneide das obere Video jetzt mal an der Stelle, wo ich es gebrauchen kann. So, hier schneiden wir das. Ups. Falsch ausgewählt, falsche geschnitten. Bring Z für rückgängig. Und ja. Ich nehme mir das jetzt mal was größer, damit ich das besser sehen kann, wo der Schnitt am besten passt. Da ist auch eine ganz kleine Spiegelung, aber die fällt gleich nicht auf. Dann mache ich den Schnitt. Der Rest kann jetzt weg. Und hier unten bei dem Video, da läuft der Hund erstmal weg. Ach gut, kann man das, dann mache ich das mal eben weg. Da läuft der Hund erstmal von mir weg. Ich möchte aber, dass der ins Video reinläuft und dann hinterher, so wie jetzt, ins Vollbild geht. Das heißt, den einen Teil schneiden wir jetzt weg. Jetzt kommt er zurück. Hier schneiden wir und schneiden den vorderen Teil weg. So, der Teil hier hinten, der läuft nachher im Vollbild weiter. Das heißt, wenn ihr ein langes Video habt, läuft der Rest hier komplett im Video weiter. Und das hier ist praktisch das Video, was wir übergeben. So, ich sitze da. Und jetzt müssen wir erstmal das, was grün ist, durchsichtig machen, damit, weil CapCut arbeitet von oben nach unten, und dadurch, dass das Video hier zuerst angezeigt wird, zeigt er natürlich das obere und das untere nicht, und das, was grün ist, soll jetzt durchscheinen. Das heißt, von oben nach unten, und das, was grün ist, da lässt er praktisch das untere Video durch. Und das machen wir jetzt mal eben, und zwar ausschneiden. Suchen wir uns hier eine grüne Stelle. So. Chroma Key. Grün. Jetzt seht ihr schon, bei dem Bild hier in dem Schnitt, ist an dieser Stelle, wo es dann durchgeht. Lassen wir mal laufen, mal gucken, wie es jetzt schon aussieht. Ja, sieht doch super aus. Und jetzt würde das Video komplett weiterlaufen. Das ist so ein Übergangsvideo. Das heißt, hier hat man vorher diesen, was man zeigen möchte. Und dann geht es halt komplett über ins Vollbild. Und das war es eigentlich auch schon. Ist halt auch wieder eine... Und das war es auch schon wieder. Es ist praktisch nur ein Übergang mit einem Greenscreen gebastelt. Aber ich finde, sieht gut aus. Das war schon das Tutorial bezüglich Übergangsvideo. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach ein Like da und abonniert den Kanal. Wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche mal habt, was ich euch mal zeigen soll, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, Kakao.